Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Unboxing von Straight Outta Compton in der Steelbook Edition. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, heute also Unboxing Straight Outta Compton in der Steelbook Limited Edition. Bekommt man zurzeit etwas günstiger. Ja, wir haben hier die Blu-ray, dann natürlich wieder eine Digital-Ultraviolett-Version hier drin. Wir haben hier ein paar Bonus-Sachen bei. Wie gesagt, wer da noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben will, sind da noch coole Sachen mit drauf. Aber würde ich sagen, packen wir das Ding einfach mal aus. So, das wollen wir mal hier abzumachen. So, hinten haben wir wieder den Code drauf. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wie gesagt, das ist die Rückseite. Ja, die üblichen Informationen halt. Aber kommen wir zum Steelbook. Sieht das Ganze so aus. Ja, in schwarz-weiß gehalten. Ich sag mal, cool gemacht doch. Wie gesagt, wir haben hier Steelbook an sich ist in matt gehalten. Bis auf den Schriftzug, der ist halt in Hochglanz. Weiß nicht, ob man das. Ja, ich glaube, jetzt sieht man es ganz gut. Coole Idee, ganz cool gemacht doch. Rückseite finde ich auch richtig gut, muss ich sagen. Doch, wie gesagt, hier unten haben wir einen kleinen Schriftzug. Aber der stört nicht weiter. Wirklich sehr klein und dezent gehalten. Öffnen wir das Ganze mal. Schauen wir uns mal an. Ja, an sich doch schon recht cooles Steelbook. Wie gesagt, nicht zu viele Schrift. Vorne, ja, das passt jetzt aber dazu irgendwie. Schon cool gemacht mit diesen Namen oben. Ist cool, dass drauf ist. Würde jetzt fehlen irgendwie. Also an sich doch ein sehr cooles Steelbook. Ja. Schauen wir uns mal von innen an. Ich mache die Blu-ray raus. Ja, nicht Bilder, aber es ist an sich ein rundes Steelbook. Wie gesagt, jetzt gerade zum günstigen Preis zu haben und von daher ist auch ein cooler Film. Ja, von daher schon ein cooles Steelbook. Ja, gefällt mir. Ja, und soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.